Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Ja, herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, eine weitere Folge in Staffel 2. Und ich habe was mitgebracht. Wir überlegen uns ja immer sehr, sehr gründlich, worüber wir in unserem Podcast reden. Also vor einer halben Stunde hast du mich gefragt, und worüber reden wir heute? Und da habe ich gesagt, ja, in einer halben Stunde weiß ich es, und ich habe mir aber keine Gedanken drüber gemacht. Also habe ich mir mein Buch hier zu Rate gezogen, habe einfach mal aufgeschlagen. Das ist mein Tagebuch, mein Journalbuch. Und ich habe ein Wort gelesen und dann habe ich gedacht, oh ja, darüber reden wir heute mal. Und zwar übers Erwachsenwerden. Erwachsenwerden, oh. Das liegt bei mir ja noch ganz, ganz viel in der Zukunft, mein Erwachsenwerden. Ja, oh Gott, da kann man eigentlich auch so in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Aber ich möchte vor allem darauf eingehen, auf meine Geschichte oder so meine Erfahrung damit. Und ja, aber erstmal, was bedeutet denn Erwachsenwerden und Erwachsensein für dich? Erwachsenwerden und Erwachsensein für mich bedeutet, keine Ahnung. Das ist echt eine gute Frage. Da liegen natürlich ganz viele Bewertungen drauf, wie man zu sein hat, wenn man erwachsen ist, mhm, und ab welchem Alter man erwachsen zu sein hat. Und da sind natürlich viele Konditionierungen, wo ich auch vielleicht zu euch mal das gesagt habe, weiß ich nicht, möglicherweise würde ich heute so nimmer machen. Aber ich habe das mit Sicherheit auch gehört in meiner Kinderstube. Wie alt bist du denn? Benimm dich doch mal. In deinem Alter benimmt man sich so nimmer, werd doch mal zu langsam erwachsen und. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die nicht unbedingt förderlich sind, um sich ein Leben mit Freude, mit Spaß und mit Leichtigkeit zu gestalten. So, jetzt sind wir aber ja alle in diesen Konditionierungen da reingeflutscht, um es mal flapsig auszudrücken. Ich glaube, es geht darum, sich das Kindsein wieder zurückzuerobern. Und Erwachsenwerden neutral betrachtet, ganz neutral betrachtet, würde ich sagen, dass es darum gehen darf, mein Leben wirklich komplett selbst in die Hand zu nehmen, die volle Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, weil bis zu einem gewissen Alter, ich sage mal, ein 10-jähriges Kind kann ja die Verantwortung für sich übernehmen. Da sind die Eltern einfach mal verantwortlich. Mhm. Wenn wir es jetzt nach den Regularien Deutschland, Österreich, Schweiz nehmen, ist das ja das 18. Lebensjahr, wo man zumindest vom Passalter her erwachsen ist und damit selbst verantwortlich eben auch ist. Und gleichzeitig, ein ganz wichtiger Aspekt, sich das Kindsein beibehält. Das ist, glaube ich, die idealste Komponente, die man haben kann. Und ich schmunzel jetzt so gerade, weil vor nicht allzu langer Zeit eine Situation mal morgens war, als wir auf dem Weg zum Strand waren, wo so absolut das kleine Kind mit mir durchging, als wir da den Spiegel im Salzsee geguckt hatten und du so viel Spaß hattest, wo die olle Mama dann wie so ein kleines Kind auf dem Kopf stand, guck mal hier, guck mal so, guck mal da. Und ich die Magie im Leben entdeckt hatte. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, beides zusammenzusehen. Ja. Ich glaube, wir hatten das sogar in der letzten Folge schon erwähnt. Deswegen war ich gerade so am Überlegen. Ich glaube auch, dass Erwachsensein oder Erwachsenwerden die perfekte, also wenn wir es gesund sehen, ist Erwachsensein, glaube ich, so diese Mischung aus
noch innerlich so ein bisschen kindlich, nicht kindisch, sondern kindlich und Verantwortung. Und dann kommt Reife mit dazu. Ich denke, im Laufe der Zeit kommt die Reife dann einfach mit dazu. Also auch diese emotionale Reife, dass man nicht so trotzig ist zum Beispiel wie ein Kind oder so, keine Ahnung, rebellisch oder was auch immer, sondern dass man mit einer gewissen Reife, in Anführungsstrichen, über den Dingen steht, so ein bisschen. Mhm. Aber vor allem die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja. Und für mich, deswegen hatte ich das Ganze so eingeleitet, war es halt so, aufgrund verschiedener Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo wir sicher mal noch irgendwann drauf eingehen werden, aber das ist jetzt noch nicht der Moment dafür, aber aufgrund verschiedener Erfahrungen, die ich gemacht habe, ging das bei mir sehr, sehr schnell mit dem Erwachsenwerden wollen los. Also ich war also ganz normal, war alles, ne, ich bin halt aufgewachsen, war Kind, war Jugendliche, junge Erwachsene und also bin ich ja immer noch, aber ich meine jetzt so mit, keine Ahnung, mit 18, wie du sagst, ne, wenn man dann irgendwie erwachsen ist, habe mich da aber gar nicht so gefühlt und es gab dann halt eine bestimmte Erfahrung, die ich gemacht habe, die dann dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr schnell versucht habe, erwachsen zu werden. Und das ist auch genau das, was in meinem Tagebucheintrag tatsächlich steht, wo ich schon ein bisschen so selbstreflektiert darüber geschrieben habe, wie es mir in dieser Phase ging. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ich muss mal gucken, wann das war. Genau, das war am 16. Oktober 22, also anderthalb Jahre. Mhm. Oh, anderthalb Jahre, oh krass, okay, mhm. Das ist ja gar nicht so lang her. Auf jeden Fall habe ich mich damit halt beschäftigt und habe gemerkt, ich habe so schnell wie möglich versucht, meine Kindheit abzulegen, mein kindliches Dasein abzulegen und so schnell wie möglich erwachsen zu werden. Mhm. Weil ich hatte Ziele, ich hatte auf einmal Visionen und ich wollte Dinge erreichen und ich wollte selbstständig sein und ich wollte einfach erwachsen sein. Und gleichzeitig gab es halt eine Instanz in mir, die einfach noch gar nicht dazu bereit war. Mhm. Weil, und ich glaube, es gibt vielen so, auch in dem Alter, dass wir ganz, ganz schnell versuchen, erwachsen werden zu wollen. Zum einen von uns aus, aber auch, weil ja das Äußere uns das ja auch irgendwie so einbläut. Mit 18 bist du erwachsen. Manche werden sogar mit 18 dann aus dem Haus geworfen. So, jetzt musst du auf eigenen Beinen stehen und so. Und dann verlieren wir ganz, ganz schnell den Aspekt oder diese Verbindung zu dem kindlichen Aspekt in uns. Mhm. Also diese Lebensfreude, dieses Magie im Leben sehen, dieses sich erfreuen einfach nur am Leben selbst, ohne dass es jetzt einen bestimmten Grund geben muss. Das ist so diese kindliche Freude, die jeder von uns immer noch hat. Es fehlt nur manchmal die Verbindung dazu. Mhm. Und so richtig erwachsen wird man tatsächlich erst, also das hat eine meiner Mentorinnen mir mal so mitgegeben, so richtig erwachsen wird man erst, also als Frau, weil also, denke ich mal, als Mann kann man das sicherlich auch so übertragen, mit 28 mhm. fängt man an, wirklich erwachsen zu werden. Mhm. Oder sobald man ein Kind bekommt. Mhm. So. Dass dann wirklich dieser emotionale Reifeprozess beginnt. Mhm. Also wir reden ja hier von Erwachsen, nicht nur vom körperlichen, sondern tatsächlich vom mentalen und emotionalen Status, vom Mindset und so. Mhm. Und deswegen, also da mal komplett den Druck rauszunehmen, wenn du jetzt auch so in meinem Alter bist, also ich bin jetzt 23 und habe mir mit 21 darüber Gedanken gemacht, und noch vorher, es ist kein Druck da. Du musst jetzt nicht unbedingt schnell erwachsen werden. Und es ist auch nicht schlimm, sich ab und zu mal noch kindlich zu verhalten. Und ich lasse dich gleich auch noch mal was dazu sagen. Aber eine Sache muss ich noch erwähnen. Und zwar ist es vor allem letztes Jahr im November, also November 23, ist es mehrfach zu Situationen gekommen, wo ich gemerkt habe,
Es wurde mir gerade irgendwie zu viel. Also es war mit Business und hier, also so viel Verantwortung und dann das Finanzielle, also all die Dinge, die wir auch so irgendwie gesellschaftlich mit Erwachsensein verbinden, was nicht das Einzige ist, was Erwachsensein ausmacht, aber so diese Dinge, so Business, Arbeit, Geld und Haushalt und all diese Dinge, mit denen ich noch gar nicht klargekommen bin so richtig oder so gemerkt habe, oh, wenn es irgendwie schwierig wird, dann will ich mich einfach verkriechen. Jetzt arbeiten wir natürlich auch als Familie zusammen und in den vergangenen Jahren war es für mich auch immer möglich, mich zu verkriechen, weil Mama hat ja eh gemacht und Papa machen ja. Ich konnte also das quasi in Anführungsstrichen ausnutzen, mich wieder in diese kindliche Rolle zurückfallen lassen, mich unter der Bettdecke verkriechen und einfach nichts machen und so. Und dieses Kind halt einfach noch ausleben. Hab mich gleichzeitig überhaupt nicht wohl damit gefühlt, weil ich gemerkt habe, hey, eigentlich will ich doch was anderes. Ich will doch selbstständig sein. Ich will doch für mich selbst sorgen können und nicht noch von Mama und Papa abhängig sein und so weiter. Und letztes Jahr im November war es dann häufiger aufgetreten, dass ich gemerkt habe, ich würde gern gerade mich wieder verkriechen, so wie ich es die Jahre zuvor öfters halt immer noch gemacht habe. Ich würde mich jetzt gerade gern verkriechen, es wird mir gerade zu viel, zu schwer. Und ich habe gleichzeitig sehr stark gemerkt, eine sehr klare Stimme in mir gespürt, gehört, die gesagt hat, hey, es ist gerade dran, dass du das jetzt hältst, dass du jetzt den Raum hältst, dass du jetzt nicht dich unter der Bettdecke verkriechst und nichts machst, sondern dass du jetzt anfängst, den Raum zu halten, dass du jetzt in die Eigenverantwortung gehst. Ich sage hier jetzt bewusst nicht erwachsen wirst, sondern wirklich die Verantwortung übernimmst für das, was gerade im Außen ist, für das, was gerade in deinem Leben ist und vor allem für dich und dein Handeln und für deine Ziele in Zukunft. Also wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und das war ein Prozess, der hat ja schon angefangen vor Jahren für mich, ne, dass ich so schnell erwachsen werden wollte. Aber besonders letztes Jahr im November war es halt so, dass ich gemerkt habe, wie es wirklich dran war, diesem Kindlichen einen Raum in mir zu geben, dass ich das halten kann und sagen kann, okay, ich halte mich, ich darf mich auch unter der Bettdecke verkriechen und ich darf jetzt auf diesen Impuls hören, der mir ganz klar sagt, es ist gerade aber was anderes dran. Es ist gerade dran, die Verantwortung zu übernehmen. Es ist gerade dran, zu handeln und so weiter und nicht passiv zu werden, sich zu verkriechen und so. Was auch ganz viel damit zusammenhängt, wie krass ich meine Verbindung halt auch in den letzten Jahren zu mir selbst halt gestärkt habe, dass ich das überhaupt so klar sehen konnte, so klar mittlerweile weiß, was jetzt wirklich dran ist und so klar die nächsten Schritte weiß, ohne jetzt wieder in Verwirrung zu sein, weil ich mir als in diesen kindlichen Phasen auch gern mal erzählt habe, ich weiß ja einfach nicht, was ich machen soll. Was auf der einen Seite stimmte, aber auf der anderen Seite war es auch einfach eine Lüge, weil ich einfach nicht so wirklich mit mir in Verbindung kommen wollte und mir dann lieber erzählt habe, ja, ich weiß es halt einfach nicht, was zu tun ist, anstatt einfach diese Verantwortung zu übernehmen. Ist übrigens etwas, was wir in Divinity sehr, sehr intensiv machen, wo es um diese Rückverbindung geht, dass du wieder mit dir selbst verbunden bist, um wirklich, ja, klar zu verstehen, was sind deine nächsten Schritte, um weniger Verwirrung halt einfach auch in deinem Leben zu haben. Aber so viel mal dazu. Ja. Ich glaube tatsächlich, die größte Challenge ist, die Verantwortung komplett fürs eigene Leben zu übernehmen, weil wir das so ja in dem Stil nicht beigebracht bekommen. Wir machen einen Schulabschluss und gehen dann ja in ein Arbeitsverhältnis rein oder studieren und gehen dann in ein Arbeitsverhältnis rein, was ja alles letzten Endes wiederum Verantwortung abgeben ist, in dem Falle an den Arbeitgeber. Und dann fühlen wir uns in einer vermeintlichen Sicherheit. Ich habe die Verantwortung für mein Leben abgegeben, jetzt mal im Hinblick aufs Geld. Ich habe mit jemandem einen Vertrag unterschrieben und der sorgt dafür, dass zu Monatsmitte oder Monatsanfang Summe X auf meinem Konto erscheint. Und gesundheitlich genauso sind wir ja auch so geprägt,
wenn der Körper Signale schickt, mal abgesehen davon, dass die Seele dann mit uns spricht und uns eigentlich darauf hinweisen möchte, hey, da gibt es eine Disharmonie, korrigier doch mal bitte deinen Weg, du bist nicht voll und ganz auf dem Weg deiner Seele unterwegs, aber auch nochmal ein anderes Thema, dann sind wir dazu geneigt, zu jemandem zu gehen, der uns dann sagen soll, was fehlt. Im Grunde genommen fragt der Arzt ja auch, wenn er einem gegenüber sitzt. Zumindest in der Privatarztpraxis, die nehmen sich oder haben ja ein anderes System, dass sie sich dann wirklich auch noch Zeit für einen nehmen können. So sollte das ja grundsätzlich der Fall sein. Auch nochmal ein anderes Thema. Was fehlt Ihnen denn? Und dann fangen wir an zu sprechen. Im Grunde genommen wissen wir eigentlich selbst, was uns fehlt, wenn wir radikal ehrlich zu uns sind. Und das ist auch nochmal ein Stück weit Verantwortung an jemand anderem abzugeben. Der soll mir sagen, warum ich ständig Migräne habe. Der soll mir sagen, warum ich Rückenschmerzen habe. Ich weiß es, wenn ich an mein Leben zurückblicke. Ich wusste, warum ich ständig Magenschleimhautentzündungen habe. Ich wusste, warum ich ständig gefühlt die Hexe geküsst hat und ich einen Hexenschuss hatte und. Warum ich Asthma hatte, warum ich Neurodermitis hatte und solche. Ich wusste das schon. Die radikale Ehrlichkeit. Und die Verantwortung dazu zu übernehmen. Jetzt war ich nicht jemand, der dann Pillen da eingeworfen hat, weil das war für mich immer irgendwie unlogisch. Wenn ich da eine Pille reinstecke, wie sollten die im Kopf wirken, dass ich dann keine Migräne mehr habe? Außer, dass sie mir den Kopf betäubt. Das wollte ich ja auch nicht. Ne? So, und da wir von unserer Gesellschaft her ja so konditioniert sind, die Verantwortung in vielen Bereichen abzugeben, ist das einfach die größte Challenge zu sagen, ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben, erstmal für meinen Körper auf der gesundheitlichen Ebene und auch für mein Leben, mir mein Leben so zu gestalten, wie es wirklich dem Plan meiner Seele, meinem Herzen entspricht und sorge auch selbst dafür, übernehme die volle Verantwortung, wie viel Geldenergie ich jeden Monat empfange. Mhm. Da wiegt man sich erstmal in der Unsicherheit, weil das kennt das System ja so noch nicht. Und das ist das, wo viele so, ja, Bammel vorhaben und dann lieber nochmal so zurückgehen und lieber die Verantwortung abgeben. Aber die Freiheit liegt tatsächlich in dem Bereich, die volle Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, weil dann kann niemand mehr im Außen dir Vorschriften zu irgendwas machen. Egal, was jemand im Außen an Ideen da kreiert, was auch immer, ich denke da an besondere Zeiten, mir konnte da niemand in mein Business zum Beispiel reinquatschen. Also mir hat das überhaupt nichts gemacht jetzt an Umsatzeinbußen oder was, ganz im Gegenteil. Und zu wissen, wenn man die Erfahrung mal gemacht hat, ich habe selbst in der Hand, wie genau mein Leben ausschaut, auf allen Ebenen, das macht frei und das macht dann ein Stück weit, das heißt auch erwachsen zu sein, wirklich die Verantwortung für alles zu haben. Und gleichzeitig, das ist aber ein wichtiger Aspekt, der unbedingt einen Raum haben darf, diese kindliche Neugierde, ich durfte sie mir wieder erwecken, die war mir komplett verloren gegangen, aber mit diesen kindlichen Blicken wieder in die Welt zu schauen, was kann ich heute kreieren, wo liegt die Magie, in den Himmel zu schauen, die Wolken zu sehen, ah, die Wolken hier, das schaut aus wie so ein Engel, das hier schaut aus wie ein Vogel, oder die Magie in Dingen zu sehen, wie ich heute Morgen am Strand gehockt hatte und da war so ein Stück Kunstrasen und mitten in diesem Kunstrasen ist ein Pflänzchen rausgewachsen. Also diese Magie in den Dingen zu sehen oder auf die Uhr zu schauen und da ist 5.55 Uhr. Wow, guck mal, 3 Fünfer. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um Freude und Spaß und Leichtigkeit zu haben und das Leben zu genießen. Und das heißt nicht, dass immer alles heile Sonnenschein ist. Das ist im Grunde genommen wie das Salz in der Suppe, wenn es dann mal so ein paar Herausforderungen gibt. Es ist ja letzten Endes auch unsere eigene Bewertung, das ist schlecht und das ist gut oder was auch immer. Wenn, das habe ich mir so angeeignet, in jeglichen Herausforderungen, grundsätzlich mal in Herausforderungen zu sprechen, nicht in Problemen, sondern in Herausforderungen, okay, das ist jetzt einfach so, wie kann es jetzt mit Leichtigkeit gelöst, geändert werden, was ist jetzt sonst noch möglich? Also in der Frage zu sein, statt zu sagen, das ist jetzt so und hier geht es jetzt nicht weiter. Ja? Also mit dem, das ist jetzt halt so, die Situation wahrzunehmen, aber dann gleich auch in der Frage zu sein,
wie kann ich es jetzt ändern, wie kann ich jetzt Freude, Spaß und Leichtigkeit damit haben, wenn Druck irgendwie was aufkommt oder was ist jetzt sonst noch möglich? Universum, was ist mein nächster Schritt? Und das Universum spricht mit uns, wenn wir uns denn mal aneignen, mit dem universellen Feld wirklich auch zu sprechen, zu kommunizieren, wie mit einer guten Freundin. Natürlich geht nicht der Himmel auf und da kommt eine Stimme raus, die zu uns spricht, oder eine Leinwand geht auf und da wird die Schrift so reingeschrieben, das nicht. Aber die Impulse, die Intuition, die wir ja ganz natürlicherweise haben, die dürfen wir uns wieder zurückerobern. Die hatten wir ja auch als Kind ganz klar. Wir wussten ganz genau, ich will den Spinat essen oder nicht. Wenn die Mama haben wollte, dass der Spinat gegessen wird, naja, da sah es schon mal ein bisschen grün in der Umgebung aus, um es mal so auszudrücken. Ja? Oder ich wusste als Kind doch ganz genau, will ich jetzt auf die Schaukel oder will ich lieber auf die Rutsche? Und ich bin doch dieser Intuition, dieser Energie, dieser Freude gefolgt, ohne mir Gedanken drüber zu machen, wenn ich Lust habe auf die Schaukel und alle sind auf der Rutsche, dass ich dann doch auf die Rutsche auch gehen soll. Nein, als Kinder sind wir einfach der Energie gefolgt und hatten auch keine Ansicht darüber, ob ich mir etwas erlauben darf oder nicht. Einfach der Energie gefolgt. Und wir hatten auch keine Ansicht darüber, entweder das oder das oder das, sondern und. Das sind alles interessante Schleier, die über uns gelegt wurden. Und da dürfen wir wieder zurück in die kindliche Freude, in ein sowohl als auch. Und alles ist möglich. Und es hilft mir so sehr, morgens mich auf den neuen Tag zu freuen, in die Neugierde zu gehen. Was erwartet mich heute? Was kann ich heute Neues entdecken und kreieren? Wie kann ich heute noch mehr Kind sein? Und wenn der Impuls kommt, mal zu hüpfen oder mich mal auf den Kopf zu stellen und die Welt gegenüber, die Berge vom Kopf aus zu beobachten. Was auch immer. Why not? Und selbst wenn im Umfeld jemand steht und schüttelt so den Kopf und denkt, also, was ist denn mit der los? Erlauben. Die dürfen doch das. Ich gehe ja auch nicht in ein Restaurant und frage im Restaurant, was ist denn hier das beliebteste Gericht? Das hätte ich auch gerne. Da bestelle ich mir doch auch das, was ich möchte und nicht, was das beliebteste Gericht ist. Ja? Ja. So dürfen wir das auch mal sehen. Ja, und es steckt ja schon in dem Wort drin, erwachsen werden, wachsen. Also ich wachse da rein. Und für diejenigen, die auf YouTube zugucken, wenn wir hier den Ausgangspunkt haben, hier unten, wo wir gerade sind oder so, und hier oben ist der Punkt, wo wir hinwollen, das ist ja kein Sprung, auf einmal bin ich da, sondern es ist ein Prozess, in den ich hineinwachse. Also mir jetzt, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, jetzt sich keinen Stress zu machen, dass man irgendwie ganz schnell erwachsen werden muss oder so, von heute auf morgen, so gestern war ich Kind, heute bin ich erwachsen oder so, da ist überhaupt kein Druck. Und es gibt ja auch so Tage, wo man dann irgendwie merkt, oh, heute läuft's, heute bin ich richtig angekommen in dieser Identität, in diesem Erwachsenen-Dasein und bla bla. Und dann ein paar Tage später ist man wieder so, oh, ich würde mich gern gerade verkriechen. Und dann fragt man sich, wo ist denn das jetzt schon wieder hin? Es war doch vor ein paar Tagen noch alles gut, in verschiedenen Lebensbereichen. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du öfters mal denkst, oh, so an deine Kindheit zurückdenkst und so denkst, oh, das war alles, da war alles noch gut und ich wünsche mich da so hin zurück und so, ja, sie haben alle zu mir gesagt, ich soll meine Kindheit genießen, ich verstehe jetzt warum und ich will da wieder hin und diese Unbeschwertheit und so. Und ich habe mich schon mit einigen unterhalten, denen es einfach genau so geht oder ging. Und mir eben auch, und das ist das, was ich so meinte, man musste halt irgendwie keine Verantwortung tragen als Kind. Es war halt alles irgendwie einfacher in dem Sinne, weil alle anderen irgendwie was für dich gemacht haben. Gleichzeitig ist es ja auch vollkommen gesund, was du jetzt auch gleichzeitig wahrscheinlich spürst, ist dieses, ich will aber frei sein, ich will aber selbstständig sein. Eigentlich, also es ist schön, wenn jemand die Verantwortung übernimmt und ich nichts machen muss, aber es ist doch auch irgendwie, ich will doch frei sein, unabhängig sein und so. Ne? Ich bin doch eine eigenständige Person. Ich will doch nicht, dass man auch über mich bestimmt, weil das wäre ja dann auch, wenn jemand anderes die Verantwortung übernimmt, dann bestimmt er ja auch auf eine gewisse Weise über mich. Und das wollen wir ja auch nicht. Und stattdessen dann einfach wirklich diesen Raum in dir zu finden, in dir zu stärken, also so da reinzuwachsen, dass das Kind in dir immer noch lebt und immer noch sich frei entfalten kann.
Und damit geht ja auch so, damit geht Neugierde einher, die Lebensfreude und so dieser Spaß am Leben und das Neuentdecken, die Kreativität und ich mache einfach und so. Das ist ja so das, was das Kind macht. Und die erwachsene Version von dir, die kann dann die gewissen Dinge halt einfach machen, die zu machen sind, ne? die einfach zu machen sind, um die sich halt einfach zu kümmern, wichtig ist. Und die hält einfach den Raum für dieses innere Kind. Die ist einfach da, um für dieses innere Kind da zu sein. Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, da so eine Balance zu finden, weder in dem einen noch in dem anderen zu tief drin zu stecken. Also weder zu sehr Kind. Da denke ich jetzt an die Oma, also deine Mama. Die war ja irgendwie nie wirklich erwachsen geworden. Die war ja auch wie so ein weiteres Kind. Also neben mir und Roman war sie irgendwie verhaltensmäßig immer noch so ein Kind. Und dann gibt es natürlich die Erwachsenen, die so richtig erwachsen sind, die so gar keine Freude mehr zulassen und jetzt verhalte ich doch nicht so und was ist denn mit der und hier, weil man muss doch und so, das Leben ist ernst. All diese Dinge, und das finde ich halt auch nicht gesund. Also da wirklich so diesen Mittelweg zu finden. Und auf meinem Weg habe ich halt gemerkt, dass ich gerne so wieder zurück in die Kindheit wollte. So in dieses Unbeschwerte, Freie, Sorglose und so. Und gleichzeitig eben diesen Freiheitsdrang hatte nach, ich will unabhängig sein, also wirklich eigene Verantwortung tragen und so, ich will eigenständig sein. Und habe in diesen schwierigen Momenten, die wirklich meine Verantwortung und meine Präsenz einfach gefordert haben, habe ich irgendwann angefangen, die Schönheit zu sehen und die Schönheit zu erkennen, was es bedeutet, erwachsen zu werden und diesen Prozess zu genießen des Erwachsenwerdens, des noch nicht ganz Erwachsenseins auch manchmal, weil einfach diese Loslösung von dem Kindlichen und wirklich in dieser stabilen, erwachsenen Version zu stehen, das ist ein Prozess, sich darin zu verlieben, das nicht beschleunigen zu wollen und gleichzeitig das so, ja, die Schönheit darin zu finden, wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Wirklich auch in schwierige Situationen zu geraten, wo man merkt, ah, okay, jetzt ist halt einfach was gefordert von mir und jetzt darf ich einfach präsent da sein und mich nicht verkriechen und das an andere abgeben, sondern ich bin jetzt da, ich übernehme die Verantwortung und ich tue jetzt die Dinge, die getan werden müssen. Ich gehe damit ja auch ein Stück weit aus meiner Komfortzone raus. Ja. Es ist halt auch manchmal ungemütlich, aber gleichzeitig hat das auch eine absolute Schönheit da drin. Die Schönheit auch so vom Leben an sich, weil du erfährst ja einen neuen Aspekt deines Lebens. Und du weißt auch, sobald du die Dinge dann machst, ja, ich habe jetzt gerade wirklich wieder Verantwortung übernommen. Ich bin jetzt ein Stück weitergekommen. Ich wachse gerade an dieser Situation. Es ist schön, so eigenständig und frei zu sein. Und damit wirst du ja auch dein Leben ganz, ganz selbst und eigenständig gestalten, was für Menschen wie mich und wahrscheinlich auch dich, die jetzt hier zuhören, auch genau das ist, was sie wollen. Und das ist einfach ein Prozess, in dem man sich begeben darf. Das ist einfach Wachstum, erwachsen werden, also einfach nur erwachsen aus deiner kindlichen Version heraus. Und es ist dann auch egal, wie jung oder wie alt du jetzt gerade bist, wenn du das zuschaust. Vielleicht bist du ja schon über 28, über 30, 40, 50 und merkst, oh, ich wünsche mich immer noch in meine Kindheit zurück. Da ist auch nichts falsch dran. Da ist auch nichts irgendwie, da ist nichts falsch dran. Das ist auch vollkommen fein. Es geht einfach darum, sich in diesen Prozess zu verlieben und ja, ich glaube auch, dass Erwachsensein einfach eine ganz große Stabilität ins Leben bringt, weil Kinder oder das Kindsein doch sehr chaotisch ist. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und das Erwachsensein bringt so eine gewisse Ruhe und Stabilität mit rein,
wo sich das Kind in dir wirklich so austoben kann und ich mache jetzt mal das und ich mache jetzt mal das, aber es bleibt eine Konstante von, okay, ich bin sicher, ich bin stabil, ich kann diesen Raum halten, egal was jetzt passiert, ich bin da, egal was im Außen ist, und so wirkt sich das natürlich dann auch auf Beziehungen aus, auf die Familie, ja, auf die Partnerschaft, ne? Ich kann da sein, ich kann wirklich präsent da sein und gleichzeitig mich so austoben. Mhm. Und ich glaube, das fasst es doch ganz gut zusammen. Ja, definitiv, absolut. Und verbunden auch mit der Frage, wie will ich selbst es jetzt wirklich haben? Ja, ja, ja. Also, ja, genau. Ja. Sehr schön, genau. Gutes Thema. Das ist jetzt zwar nicht das Kernthema von Divinity, erwachsen werden, aber es ist doch ein sehr, sehr großer Aspekt davon, weil es wirklich ja auch darum geht, in deinem Leben anzukommen, so richtig in deiner inneren Göttlichkeit anzukommen und sie zu leben und wirklich diese Verbindung zu dir wieder zu schaffen und dass beides koexistieren kann, also dein inneres Kind, das sich austobt und wild und hier und da das Leben wirklich erfährt und erlebt und gleichzeitig die erwachsene Version von dir, die wirklich stabil da steht, die Konstante ist und wirklich ja, in ihrer Präsenz den ganzen Raum hält und so. Also ist ein ganz großer Aspekt von Divinity. Den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder im internen Bereich in Divinity. Stimmt. Bis dahin. Hi. Ciao, ciao. Hi.